Hallo, liebe Zuschauer, wir haben heute den 9. für euch, den 9. Oktober, aber ich nehme schon diese News auf. Wir haben heute Sonntag, weil ich morgen den Tag frei haben möchte für Winat. Die hat morgen Geburtstag und da habe ich sie eingeladen, morgen früh zu einem Frühstück. Und so für einen News-Film brauche ich ungefähr 4 Stunden. 5 Stunden, je an dem, was da noch dazugehört. Und da wollte ich für morgen den Tag frei haben. Wie das Wetter ist hier auf Samui, absolut unterschiedlich. Morgens, mittags schönes Wetter, abends meistens Regen. Gestern hatte ich zum Beispiel einen Livestream gemacht, kann ich mal hier verlinken. Ich mache ja morgens immer Kaffee trinken, ja, bei Florenz. Ich möchte da gerne den Leuten zeigen, wie das Wetter jetzt aktuell hier ist. Und ich hatte mir vorgestellt, diejenigen, die Samui so lieben, die sind wahrscheinlich darüber glücklich, morgens beim Kaffee trinken, bei schöner Musik zu sehen, wie es hier aussieht, und war auch wieder sehr schön, auch die Tage davor. Aber so kann man sagen, ab 4, 5 Uhr muss man mit 80-90% mit Regen rechnen. Hatte das ja schon mal erklärt, wenn die Wolken vom Indischen Ozean über die Berge ziehen, dann regnet es da in Phuket und in Krabi, und dann tanken die wieder übers Meer Wasser auf. Und dann kriegen wir abends was davon mit. Aber Regenzeit ist es noch nicht. Da sieht es in Thailand ganz anders aus. Viel, viel schlimmer. So, fangen wir mal mit den News an und beziehungsweise mit dem Wetter. Gucken wir uns mal den Wetterbericht hier vom Raum Samui an. Dann starten wir das Ganze mal. Ja, hier sieht man Samui und Koh Phangan. Und wenn man rauszoomt, da sieht man Phuket. Die haben ja in den letzten Wochen einiges mitbekommen. Und daneben ist ja auch Krabi. Dann starten wir das mal im 3-Stunden-Rhythmus und schon engen da die Wolken. Man sieht, da bekommen wir es ja auch noch mit. Also links, da ist ja der Indische Ozean, und dann geht das übers Festland und dann geht es nach Samui bzw. über den Golf von Thailand. Im Moment ist es in ganz Thailand ziemlich feucht, muss man sagen. Aber hier, wie schon gesagt, ist das noch nicht die Regenzeit. Das ist also mal ein guter Schauer kommt darunter, aber ein Monsunregen ist nicht dabei. So, dann sind wir schon bei Samstag angekommen. Und dann hören wir hier mal auf. Und dann schauen wir uns das mal in ganz Thailand an. So, da haben wir ganz Thailand. Wir haben da oben Bangkok, nur zur Orientierung. Und dann starten wir das Ganze mal. Und man sieht, wir haben weiterhin Westwind, also alles vom Indischen Ozean kommt rüber. Oben im Norden von Thailand, überall ist da riesige Regenwolken zu sehen. Vor Vietnam, da braut sich auch was zusammen. Mal sehen, ob wir da was von mitbekommen. Aber es ist ganz schön feucht. Ja, da unten, wo der Marker ist, da ist Phuket. Ja, die bekommen dann also am Freitag wieder kräftig mit. Aber ich muss sagen, es ist ja nicht ununterbrochen den ganzen Tag Regen, sondern das war gestern auch. Eine Stunde, anderthalb Stunden hat es geregnet. Und dann hat wieder die Sonne geschienen. Und so kann man es dann praktisch hier auch aushalten. Ja, dann kommen wir zu den News. Ja, ich will noch mal zurückkommen auf meine News von letzter Woche. Da waren ja einige, die gemeint haben, das wäre ein Fake gewesen. Männer, die Fleisch essen, sollten keinen Sex haben oder beziehungsweise sollten sich nicht fortpflanzen. Das ist leider kein Fake. Das ist durch die Presse, die Internetpresse rumgegangen. Ich kann hier unter dem Film auch den Link dazu bringen, wie bescheuert es ist, also den Personen eine Plattform zu geben, die so einen Bullshit
vertreiben, damit eben halt weniger Fleisch produziert wird, weniger Methan produziert wird von den Kühen. Man kann da nur mit dem Kopf schütteln. Dann kann man demnächst auch sagen, okay, jeder bekommt in Deutschland in seine Unterhose einen Methanteststreifen, den man jeden Tag abliefern muss, beziehungsweise online-mäßig. Und dann wird dann danach abgerechnet, wie viel Methan man in der Unterhose produziert. Bescheuert, bescheuert ist das Ganze. Also das war kein Fake von meiner Seite her, das ist wirklich durch die Presse gegangen. Ich weiß nicht, ob es durch die ARD und ZDF gegangen ist, aber im Internet war es, man konnte nur drüber lachen. Ja, dann kam von einem auch ganz besorgt, ja, er könnte sich jetzt auch nicht mehr die Filme von Thailand anschauen, die das die heile Welt zeigen. Man hätte so viele Probleme in Deutschland und das ist jetzt erstmal wichtiger. Ja, das ist schon wichtig. Wenn man was dran ändern kann, ja, sofort. Ansonsten denke ich immer, Ablenkung ist auch nicht schlecht. Hier ist nicht alles ideal, nur solchen Blödsinn, was da in Europa hochkommt oder speziell in Deutschland, dann lachen die hier drüber. Das gibt es also hier so nicht. Hier redet man zwar viel Blödsinn, aber es wird dann nicht gemacht. Das Schlimme ist ja, in Deutschland, die Politiker, die reden über so einen Blödsinn und dann ziehen sie das auch noch durch. Und dann gehen die nicht danach, was die versprochen haben in den Wahlen. Das geben ja die Ministerpräsidenten, vor allen Dingen die Außenministerien zu, dass sie nicht danach hören, was die Bevölkerung haben möchte. So, also ich finde, schaut euch meine und auch von den anderen YouTubern die Filme an, um euch ein bisschen abzulenken, dass es sehr wohl noch schön auf dieser Welt ist. Und dass die Welt noch lebenswert ist. Dann kam eine Nachricht auch, da ging es um die U50er, das sind also alle die Rentner, die das 50. Lebensjahr erreicht haben und in Deutschland dieses Visum O oder OA beantragt haben, ist jetzt angeglichen worden an dem, was man hier auch vor Ort haben muss, das heißt also die 800.000, da habe ich ja schon mehrfach drüber gesprochen, entweder auf dem Konto oder Kombination mit der Rente. Da war es aber in der Vergangenheit so gewesen, und da müssen jetzt die aufhören, also die jetzt hier in Thailand sind und dieses Visum mitgebracht haben, da war es ja so, dass ihr ja nur 1200 Euro Rente nachweisen musstet und 5.000 Euro auf dem Konto und damit bekamt ihr dieses Visum. So, aber wenn ihr hier seid, dann müsst ihr die Bedingungen erfüllen, die hier gefragt werden und das ist eben halt 800.000. Und da werden bestimmt einige sich umschauen, die das also nicht bringen und dass sie dann wieder zurück müssen. Also da Vorsicht, informiert euch frühzeitig, wenn ihr also in der Kategorie reinkommt mit den 1200 Euro Rente und 5000 Euro auf dem deutschen Konto. Ihr müsst 800.000 pro Person nachweisen. Bei einem Pärchen ist das mal 2, also 1,6 Millionen. Und das ist jetzt in der Nacht- und Nebelaktion ist das geändert worden. In den anderen Ländern war das schon. Anscheinend hat man das ein bisschen verpennt in Deutschland und hat also daraufhin mit den minimalen Bedingungen die Visas ausgegeben. Wir haben auch was Erfreuliches. Der Baht geht im Wechselkurs zum Euro in die Decke. Heute Morgen war er 39,1. Man spekuliert auch, dass wir noch die 40 Baht sehen, die wir für den Euro bekommen. Ist natürlich super interessant für alle Rentner, die hier wohnen, dass wir jetzt ein bisschen mehr für unser Geld bekommen. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich 2013, 2014, da war er noch bei 45 Baht.
Und andere sagten schon Jahre davor, da war auch schon mal 50 Bad. Ich glaube aber, dass dieser Höhenflug für den Euro nicht lange anhält, wenn wieder mal der Tourismus hier anzieht. Momentan haben wir hier, kann man sagen, auf der Insel so ein bisschen Nebensaison, ist also nicht so viel los. Dann kommen genügend Devisen rein und dann wird er schon ein bisschen stärker. Und dass er dann wieder so bei 37, 38 runterkommt. Also momentan ist es also sehr interessant zu wechseln. Für die Rentner, vor allen Dingen, die größere Beträge überweisen oder hier eben halt ein Haus bauen wollen. Ja, Haus bauen, ja, da werde ich jetzt in Zukunft auch ein oder zwei oder drei Filme machen. Wie sieht es jetzt mit den Immobiliengeschäften hier auf? Da bin ich also kontaktiert worden von einem Immobiliengeschäft, von der Real Estate hier, von Deutschen. Das hat sich also sehr interessant angehört an Informationen für euch, wie es aussieht, ein Haus zu kaufen, wo man darauf zu achten hat, Grundstücke zu erwerben, Häuser zu bauen. Da werde ich also jetzt in nächster Zukunft auch dieses nochmal anpacken. Vielleicht kennt der eine oder andere noch den Volker. Hier kann ich ja mal das Interview mit ihm reinbringen. Das ist ein Metzger, ein deutscher Metzger mit Meisterbrief, der hier in Menam tätig ist. Und der hat mich auf eine Story aufmerksam gemacht, die vielleicht für euch auch interessant ist als Information. Wenn man über den Markt geht, über den thailändischen Markt, dann sieht man ja auch Fleisch von Schweinen, auch von Hühnern, die ohne Kühlung da liegen, und dann graut es einem ja schon, dann denkt man ja sofort an Salmonellen und was da alles mit verbunden ist. Und da hat er mir gesagt, das trifft nicht ganz zu. Das ist Warmfleisch, was also noch nicht gekühlt worden ist, was aber speziell für die Verarbeitung von Würsten sehr interessant ist, weil dieses Fleisch noch bestimmte Inhaltsstoffe hat nach der Schlachtung, die aber nach 2-3 Stunden wieder abgebaut werden. Also da hat mir da mal erklärt, das ist also ganz interessant, und dieses Fleisch hat auch keine Konservierungsstoffe. Es ist also richtig 100% noch natürlich. Ich wusste gar nicht, dass man in dem Fleisch, wenn man jetzt zum Beispiel hier eine Makro oder Big C kauft, dass das Konservierungsstoffe, Phosphate oder sowas hat er mir erzählt, drin ist. Da werde ich mal einen Film drüber machen, wie das aussieht, weil jeder, wenn als Tourist, wenn man auf so einen Markt geht und man sieht das Fleisch da frisch, der liegt da geschnitten, ohne Kühlung, nur die Propeller rum sind da drüber, wo die Fliegen mit verscheucht wird, dann kriegt man ja schon, wir sind ja anders erzogen worden, wir sind ja aus der Tiefkühltruhe, bekommen wir ja vieles, und ohne dem denken wir, geht es gar nicht, aber in der Vergangenheit war es so, dass man dieses Warmfleisch eben halt dann verzehrt hat. Und das würde ich auch mal mit Fischen machen. Auf dem Markt gibt es ja auch die Fische, wo dann die Verkäufer die Fische herbekommen. Da würde ich auch mal ein Filmchen zu machen. Jetzt gehen wir zu den Nachrichten hier von Thailand. Ihr habt wahrscheinlich in den deutschen Nachrichten auch mitbekommen, dass da ein 14-Jähriger ein Amokläufer gewesen ist in Bangkok und hat auch zwei Menschen getötet. Da will ich gar nicht im Einzelnen drauf eingehen. Schlechte Nachrichten verbreiten sich super schnell und viel. Eine traurige Sache ist das Ganze. Was ich hier mal so anbringe, ist also die großen Regenfälle, die jetzt momentan über Thailand hinweggehen. Da sind einige Provinzen wirklich schlimm betroffen, und andere, wenn ich so im YouTube-Kanal gucke, die warten da drauf regelrecht, dass das Wasser weiter ansteigt und damit größere Schäden verursacht werden. In Pattaya ist an der Beach
wohl ein Wirbelsturm durchmarschiert. Hier seht ihr mal so ein paar Videoaufnahmen von Betroffenen, die sich in Cafés und Kneipen in Rettung gebracht haben. Da sind also die Klamotten richtig rumgeflogen. Auch die Straßenbegrenzungspoller, die sind da rumgeflogen. Da muss also ziemlich schlimm gewesen sein. Aber das war nur ganz kurz. Ja, was Schönes mal in Pattaya am 24. und 25. November findet da ein großes Feuerwerkfest statt. Das ist bestimmt sehenswert. Das solltet ihr euch ansehen, wenn ihr da seid. Nähere Informationen könnt ihr im Internet erfahren, wo das stattfindet. Das ist auch, um den Tourismus ein bisschen anzukurbeln, um das Ganze interessant zu machen. Ja, Hua Hin, da habe ich also nichts gefunden, was so groß interessant ist. In Phuket, da war auch nichts Besonderes. Da hatte ich ja in den letzten Wochen mal darüber berichtet. Samui war nichts und Chiang Mai, ja, da war wohl was. Chiang Mai, die eröffnen jetzt den Flughafen, den neuen, auf 24 Stunden. Betrieb geht der und die erhoffen sich dann auch dort mehr Chinesen, die da ankommen. Also das ganze Land lechzt danach, dass die Touristen wieder zurückkommen und auch damit die Devisen. So, das war's. Was ich in eigener Sache noch bringen möchte, dieses News, was ja bei euch um 1 Uhr kommt, ist nicht das letzte Video. Ich habe da auch was Persönliches, was aber ich zeitlich zurückhalten möchte, bis auf 6 Uhr nach deutscher Zeit. Dann werdet ihr von meiner Seite her informiert, was bei mir, bei uns ist, sag ich mal. Lasst euch da mal überraschen. Es wird jedenfalls ein großer Einschnitt geben in unserem Leben, sag ich mal. So, ich gucke noch mal auf dem Whiteboard. Ich glaube, ich habe alles durch. Ja, und schaut euch morgens die Livestream-Kamera an. Und dann könnt ihr dann sofort sehen, wie das Wetter hier ist. Und wenn es außergewöhnlich ist, schön oder sehr schlecht, dann werde ich dann auch mal die Kamera einschalten, damit ihr also wirklich das Gefühl habt, ihr seid hier. So, das war's. Und wie gesagt, 6 Uhr abends wird dann eine Eilmeldung kommen für euch. Schaut euch das an. Tschüss!